Was geht ab, liebe Freunde? Hallo in hier und herzlich willkommen zum ersten Far Cry Primal Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute startet endlich eine neue Let's Play-Reihe. Natürlich könnt ihr vorher nochmal abstimmen, ob wir das Ganze starten oder nicht. Ich habe ja damals vor circa anderthalb Jahren Far Cry 4 Let's Play gehabt. Hier mal ein kurzer Ausschnitt. Was geht ab, meine lieben Freunde? Hallo in hier und herzlich willkommen zum ersten Far Cry 4 Let's Play. Ach du Scheiße, Alter, kommt da vom Bär. Gib mir kurz so ein Bär. Geil, ey. Ich fand das Spiel damals auch schon richtig geil, deshalb dachte ich mir, ey, jetzt ist ein neuer Far Cry Teil draußen, warum Let's Play du den nicht einfach mal? Und ich lasse euch natürlich auch abstimmen. Klickt bitte am Ende, wenn ihr das Video geschaut habt, auf den Abstimmungslink unten in der Beschreibung. Noch nicht jetzt, weil ihr solltet erstmal ein bisschen so einen kleinen Eindruck vom Spiel haben. Und ich bin auch gespannt, was uns da erwarten wird hier mit den Mammuts und so weiter. Wir starten mal direkt hier mit dem neuen Spiel und dann gucken wir einfach mal, was uns hier erwarten wird. Also wie gesagt, Need for Speed ist jetzt fast vorbei und ich habe gedacht, Far Cry könnte perfekt reinpassen statt Need for Speed. Da haben wir zwar einen Shooter mehr, aber das ist ja nicht wirklich so ein Shooter, sondern auch mehr so ein Abenteuer-Shooter-Spiel. Also ist, denke ich mal, eine gute Mischung. Wir lassen uns überraschen, was uns hier erwarten wird. Und ja, danke an dieser Stelle nochmal an Ubisoft, dass sie mir das Spiel zur Verfügung gestellt haben. Und ja, Leute, würde ich sagen, starten wir direkt ein neues Spiel. 2016. Oha! Die Zeit geht zurück, die Zeit wird zurückzerdreht. Ach du Scheiße, Alter, die ganz alte Zeit. 1800 geht noch weiter bis 1700. Leute, was wird uns da erwarten, Alter? Meine Güte, ich bin echt mega gespannt. Ich halte echt viel von dem Spiel, beziehungsweise die Trailer und so haben mir alle sehr gut gefallen. Jetzt bin ich mal auf das Gameplay gespannt. Alter! Ach du Scheiße, guck mal, wie weit es zurückgedreht wird. 10.000 BC. 10.000 vor unserer Zeit. Ach du Scheiße, vielleicht kennt ihr den Film. Eieiei, Central Europe, Mitteleuropa. Oh Leute, was wird uns da jetzt erwarten, ey? Einer ein Feuer an. Ach du Scheiße, ey. Alter. Hat der Fell auf dem Rücken oder was ist das? Venya, unser Blut, unser Volk. Diese Höhlenmalereien und so, diese Wandschriften. Vor langer Zeit, viele Venya reisen weit. Dann einige Venya finden Lanz Oros. Voller Leben, Heimat für Venya. Aber dann kommen Gefahr. Er redet ja wie Meister Yoda. Udam, Fleisch fressende Krieger. Isila, Meister des Feuers. Bringen Dunkelheit über Venya. Neues Licht kommt. Das ist ein bisschen so die Vorgeschichte, glaube ich. Unsere verlorenen Venya-Brüder. Sie gehen mit starkem Geist. Suchen nach Oros, suchen nach uns. Ubisoft präsentiert. Oha, Alter. Das sah gerade aus wie echt. Boah, die Grafik ist ja heftig. Guckt euch mal die Mammuts an, oder was ist das? Orang-Utan. Ich weiß es nicht, ey. Die ging halt, glaube ich, auf Jagd oder so. Boah, Alter, was eine Grafik, ey. Auf jeden Fall viel besser als bei Far Cry 4. Ich habe das Spiel so lange nicht gezockt, Leute. Ich weiß gar nicht mehr die Steuerung und so, was man hier genau machen muss. Aber wir lassen uns da überraschen, was auf uns zukommt. Alter, ist ja mal richtig krass mit diesen Tieren, ey. Genau so ein Spiel wollte ich auch mal, wo es mal um Tiere geht, ey. Boah, guckt euch die mal an, was für Zähne die haben. Ach du Scheiße, wir müssen jetzt hier, glaube ich, auf Jagd gehen. Und die haben schon mit Zeichensprache für unterhalten, ey. Das ist auch so ein bisschen interessant, wie die Menschen da früher gelebt haben. Kriegt man so einen kleinen Einblick? Komm, Taka. Okay, wir sind Taka. Ne, der lacht. Und damals war der Vollbart in. Boah, Alter, was für ein Riesentier, ey. Okay, ich glaube, jetzt geht's los mit der Steuerung. Ich sag euch Bescheid, wenn ich mich bewegen kann. Gerade noch nicht. Ja, jetzt. Neues Skin, Schwarzrücken-Mammut. Ein Teil der Mammut in Oros wurden in Schwarzrücken-Mammuts verwandelt. Okay, wir müssen ein bisschen geduckt gehen hier. Du Scheiße, guckt euch mal diese Mammuts an. Okay, Sichtempfindlichkeit geht eigentlich klar. Ach du Scheiße, guckt ihr die mal an. Wir dürfen die bloß nicht erschrecken oder so.
Alter, das ist mal ein komplett anderes Feeling, Leute. Ohne Spaß, das Feeling, der erste Eindruck gefällt mir schon mal hier, ey. Aber wir sind ja vibrieren. Das ist eine, wir finden ein kleines Mammut, trennen es von Herde, dann wir essen. Beste Sprache, Alter. Ja, das ist ein kleines Mammut, oder? Meint ihr? Guck mal, die sind... Ich weiß doch nicht, Alter. Guck mal, das sind die größeren Mammuts. Guckt euch die mal an. Das ist... Ja, der ist ein bisschen kleiner, glaube ich. Wir gehen einfach mal hinterher. Neue Skin, Flammenklausen, Säbelzäger. Oben links steht er immer. Die reisen viele Sonnen ohne Nahrung. Wir töten Mammuts für Essen, sonst wir sterben. Okay, da hinten ist ein ganz, ganz kleines. Da hinten, da. Da, kleines Mammut. Sei bereit, Taka. Jetzt unsere Jäger erschrecken mit Feuer. Ach du Scheiße, die armen Tiere, Alter. Guck mal, jetzt ballern die. Da. Zack, hab ich. Letzter Speer. Letzter Speer. Zack. Feuer löschen, gedrückt halten. Eieiei, das Mammut haut ab. Das Mammut haut ab. Oh, 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 oh. Gar nicht gut, gar nicht gut. Letzter Speer. Wo ist das? Da hinten. Zack, Junge, in dein Arschloch. Ach du Scheiße, wir haben keinen Speer mehr. Das arme Tier, Alter, guck mal, wie die alle auf das ballern, ey. Oh, jo, der greift uns an, Leute. Ach du Scheiße. Mammut kommt. Oh, bitte nicht auf mich, bitte nicht, Alter. Bitte nicht. Ey, ich kann nichts machen. Oh, jo, der kommt an mich. Weg, 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 weg. Ach du Scheiße, weg, weg, spring hoch. Alter, hat der mich erschrocken. Schieß das Tier ab, Leute. Stachel verfügbar in deinem Lager, nachdem du eine Mission auf der Suche nach Venya abgeschossen hast. Wo ist das hin, das Mammut? Da hinten, es haut ab. Nein, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Warte mal, vielleicht können wir hier irgendwas. Moment, Essen bei voller Gesundheit möglich. Fleisch, okay. Ah, wir haben noch keine volle Gesundheit. Töte es. Wie soll ich das denn töten, Leute? Ach, ja, wir haben wieder Speer. Hier. Zack. Ach du Scheiße. Zack. Oha, Alter, krank, Mann. So viel, Alter, wie die früher gejagt haben. Das ist ja mal krank, Leute. Checkpoint oben rechts. Könnt ihr, glaube ich, gerade nicht sehen. Gute Jagd, Bruder. Du hast schon früher, Bruder, gesagt. Ach du Scheiße, Alter. Und das essen die jetzt, Alter. Mammutfleisch? Gab's da früher kein Hähnchenkeule oder so, ey? Keine Ahnung. Ja, lecker Rindfleisch. Lammfleisch. Hm. Aber irgendwie tut das schon so ein bisschen leid. Oha! Tiger, Tiger, nicht rennen, nicht rennen. Ach du Scheiße. Oha. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Tiger, Mann, Leute? Ah, der kommt auf mich zu. Oha. Komm, 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 ich muss nichts. Ich drück grad nichts, Leute. Oha. Ey, ey, ach du Scheiße, Mann. Ah, Junge. Alter, wie krank, Mann. Wie krank. Nur noch. Taka, was soll ich machen? Was, Taka? Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Spring! Wow, Alter, Junge! Fuck! Ach du Scheiße, Leute, was ein Intro, ey! Eieieiei! Oh shit, ey! Far Cry Primal! Und das war das Intro vom Spiel, auf jeden Fall richtig gelungen. Geile Atmosphäre, cooler Einblick in das Spiel. Und jetzt gucken wir mal, was uns hier noch erwarten wird, Leute, ey! Mann, 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 wurden die einfach von einem Tiger angegriffen, wo die gerade das Mammut getötet haben, den Mammut? Oha, nein, ist der tot? Ach du Scheiße, Mann. Er lebt noch. Mein Shanchita Takar. Du Kacke. Finde Land Oros, finde verlorene Venya-Brüder. Umas Aperskande Winja. Ach du Scheiße, ich glaube, der stirbt jetzt, ey. Alter, so ein Sturz, ey, den kann man ja auch kaum überleben, ey. Wir haben Glück gehabt, dass wir den überlebt haben, diesen Sturz. Geist sei frei. Heftig, ey. Ja, was ein Einblick. Ich finde, das ist voll cool, Alter. Heftig. Heftiger Start ins Spiel, Leute. Vor allem mit dem Mammut, der hat mich voll erschrocken. Gucken, was wir jetzt hier machen müssen, was generell unsere Aufgabe ist. Wir müssen irgendwie auch überleben, Fleisch besorgen und sowas. Davon weiß ich leider nicht. Boah, guck mal, die Grafik. Oros nicht weit, aber Tiger noch näher. Brauche Waffe. Oha, okay, brauchen eine Waffe, Leute. So, Fahrt nach Oros. Okay. Brauche Bogen. Alles klar. Nach neue Dorfrohstoffe verfügbar in deinem Lager.
Nachdem du die Mission auf der Suche nach Venya abgeschlossen hast, okay? Hast du jetzt unten links so eine kleine Minikarte. Darunter, glaube ich, unser Leben. Aber die Frage ist, wir wissen noch nicht, wo wir lang müssen. Er meint, er braucht eine Waffe. Aderholz nehmen. Okay. Aderholz mal zwei. Vielleicht können wir uns auch Waffen daraus zusammenbauen. Das weiß ich nicht. Neue Legende des Mammuts-Mission. Verfügbar in der Hütte von Tenzi. Okay. Wir schauen einfach mal. Lass uns überraschen. Ich gehe mal ein bisschen hier rum. Ich habe Angst, dass mich gleich irgendein Tier angreift. Da stand gerade auch wieder irgendwas. Schiefer nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit, was wir mitnehmen können. Weil eventuell können wir uns ja damit auch später unsere Waffen zusammenbauen. Oha, da. Oha, was ist das denn hier? Komm her, Alter! Da haben wir doch schon mal unser Abendessen. Nee. Ach du Scheiße, ey. Da lag schon wieder was. Wir brauchen auf jeden Fall eine Waffe. Wir gucken einfach mal, wo es hier weitergeht, Leute. Wir schauen einfach mal gemeinsam. Oh ja, ja, ja. Krass, wie die früher gelebt haben. Also das ist, glaube ich, schon... Ja, ungefähr so war das früher, kann ich mir gut vorstellen. Zieh mit deinem Speer, indem du LT gedrückt hast. Und er hat das andere zum Werfen. Okay. Hier ist auf jeden Fall der Weg versperrt. Hier können wir nicht vorbei. Eventuell müssen wir das ja verbrennen oder so. Bin ich ganz sicher. Weil ich guck mal. Du kannst, um deinen Jägerblick einzusetzen und Rohstoffe in deiner Umgebung zu markieren. Ich kann aufspüren mit Jägerauge. Ach so. Dann können wir hiermit unsere Rohstoffe aufführen und die ganzen Sachen hier mitnehmen. Okay, ist eigentlich ganz interessant. Hier liegt auch irgendwas. Was ist das denn? Schiefer, 2 von 2, 5 von 5. Ach so, sammeln, um einen Bogen herzustellen. Siehst du, habe ich doch gesagt, wir haben 5 von 5 Alderholz. Wir brauchen noch Schilf. Schilf und Schiefer haben wir auch 2 von 2. Also wir müssen noch dieses Schilf finden. Also setzen wir einfach mal, glaube ich, dieses Adlerauge nochmal ein. Schau mal, okay. Vielleicht ist das ja dieses Schilf. Ne, das ist auch Aderholz. Brauchen wir nicht. Dann müssen wir das eine erstmal finden. Aber wie sieht das denn aus? Das sind. Ja, das ist das, 100%. Ja, Schliff. Haben wir genommen. Mal 2. Perfekt. Okay, stelle einen Bogen her, drücke Starttaste, okay, Select, um das Menü zu öffnen. Wir müssen uns einen Bogen herstellen, alles klar, wir schauen einfach mal wie. Okay, gibt es auf jeden Fall verschiedene Waffen, sehe ich hier, das sind alles Waffen, glaube ich. Und hier haben wir auf jeden Fall Pfeil und Bogen. So, du kannst noch keinen Bogen herstellen. Bögen sind vielseitige Fernkampfwaffen mit großer Genauigkeit. Voraussetzungen, Alderholz 6 von 5, ja, wir haben noch alles herstellen. Siehst du, jetzt haben wir einen Bogen hergestellt. Okay, derzeit Schaden 3, Genauigkeit 6, Feuerrate 5, Upgrade schnelle Feuerrate, okay. Voraussetzungen fürs Update, Tarkans Höhle, Level 1. Tarkans, achso, ich habe jetzt mal Tarkan gelesen, das ist ein türkischer Name, Takas Höhle. So heißen wir ja, glaube ich, Taka. Südstein brauchen wir und Südsteinstaub, damit wir unseren Bogen upgraden können. Das ist eigentlich ganz cool, coole Idee. Können wir sonst mal schauen, hier Karte. Das ist bisher die Karte, was gibt es hier noch? Fähigkeiten haben wir bisher. Okay, wir haben verschiedene Personen, wie wir sehen können. Alles klar, was haben wir denn für Fähigkeiten? Näher dich die Gegner von hinten oder aus einer Deckung. Drücke rechten Stick, um sie schnell und leise zu töten. Ziele die Leiche mit L, okay. Das sind alles die normalen Fähigkeiten, denke ich mal. Das wird uns alles gleich noch bestimmt erklärt. Würde ich sagen, stellen wir erstmal unseren Bogen her. Okay, ich versuche von Anfang an das Spiel zu verstehen, Leute. Bei Far Cry 4 hatte ich die ein oder anderen Probleme noch so gehabt, bisschen, aber ich denke mal, dieses Mal werden wir das hinkriegen. Und ja, wie gesagt, erst am Ende Let's Plays. Klickt ihr auf den Abstimmungslink. Und wirklich nur, wenn ihr es sehen wollt, klickt auf Ja, wenn nicht, auf Nein. Also, ich versuche mich auch nach euch zu orientieren. Wenn es aber eine klare Sache wird, dann werde ich das auf jeden Fall Let's Playen. Also, ich werde das Spiel so oder so privat zocken. Nur mit euch oder ohne euch, das könnt ihr entscheiden. Jetzt, ich jage. Brauche Essen zur Stärke. Okay. Okay, Jagd. Um effektiv zu jagen, nähere dich langsam der Beute und drücke Kreis zum Ducken, damit wir leiser sind, ist verständlich. Halte rechten Stick für den Jägerblick gedrückt, um Tier- oder Blutspuren in der Nähe zu markieren. Alles klar, geh nicht zu nah heran. Einige Tiere fliegen, wenn sie dich entdecken. Okay. Schließen. Ah, gedrückt halten, okay. So, wir müssen Ziegen töten. Jage und häute Tiere, um Nahrung zu erhalten. Okay, wir müssen jetzt langsam vorgehen. Wirklich gucken, wo hier... Mach mal den Jägerblick an, oder? Vielleicht sehen wir irgendwo Blutspuren. Nee. Ziegen 0 von 3. Wo sind die denn, Alter? Die waren noch vorhin voll viele, ne? Wisst ihr noch, wo die als Herde hier waren? Ah, ja, wir müssen das hier wirklich mal durchgucken, wo die hier sein können. So, okay. Ah. Wo sind die denn hin, Alter? Kann ich mir dann. Die waren ja gerade noch vorhin alle am Rumlaufen, Leute, ne? Wisst ihr das noch? Wir gucken auf jeden Fall noch kurz zusammen. Ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit mit dem. Da hinten haben wir irgendwas? Nee. Da! Ich hab eins. Seht ihr das? Da. 100%. Mit dem Adlerauge kann man das gar nicht sehen. Man kann mit dem Adlerauge nur die Blutspuren sehen. Deshalb mache ich das Adlerauge am besten mal weg. Und näher mich langsam denen mal. Da sind noch bestimmt andere. Da kann mir keiner sagen, dass das. Die dürfen aber nicht zu schnell sein. Da hinten sind erst schon mal einer, da ist eine zweite.
Nee, wir nähern uns langsam der Beute. Langsam nähern wir uns der Beute. Okay. Nicht zu schnell. Dürfen nicht gesehen werden. Dürfen nicht gesehen werden, Leute. Wo? Ich sehe die nicht mehr. Haben die mich schon gehört? Da hinten. Okay, die gehen schon langsam. Dürfen nicht zu schnell sein, wie gesagt. Ich glaube, eins... Ah, ne, da... Hey, die sind abgehauen. Wo sind die denn auf einmal so schnell? Da, da, da. Das hole ich mir jetzt. Warte, genau in den Kopf am besten. Zack, Kopfschuss. Okay, perfekt. Halte, um Jägerblick einzusetzen, um die Beute aufzuspüren. Ziege häuten. Wir häuten mal erstmal die Ziege. Kommt man auch bei Far Cry 4 machen. Heilen können wir uns. Wieso heilen? Ach so. Ah, okay. Ich habe gedacht, wir wurden angegriffen gerade. So, müssen wir... Oh, ich dachte, da wäre gerade eine Ziege vor mir, ey. Wir sollten noch RT drücken und mit dem Jägerblick versuchen... Da. Da haben wir doch schon direkt zwei. Ach du Scheiße, lieber Kopfschuss wäre besser. Okay, jetzt muss ich die jagen, Leute. Aber immerhin können wir die schon mal jetzt sehen. Eigentlich, dass die uns gleich auch noch angreifen. Aber wir holen die noch Verstärkung. Wo? Wo sind die Ziegen? Ziege! Kennt ihr doch von so an? Ziege! Da sind Blut. Da! Da ist doch schon gestorben, Alter. Das hat es nicht überlebt. Ach so, es braucht einen Schuss. Und sofort ist es dann quasi so gut wie tot. Zwei von drei. Jetzt noch die dritte Ziege. Aber die habe ich leider nicht getroffen. Hier sind auf jeden Fall die Blutspuren gewesen. Okay, jetzt müssen wir auf der Jagd gehen. Komm, das dritte finden wir auch noch gemeinsam. Okay, komm schon, komm schon. Das ist auf jeden Fall was komplett anderes, Alter. Nicht hier mit AK und was weiß ich alles rumballern, sondern mal wirklich hier mit Pfeil und Bogen. Da. Zack. Ah. Schon mehr ist jetzt so oder so. Du wirst jetzt sowieso abkacken, mein Kleines. Oder der ist wohl etwas wilder. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Alter, wo ist denn so schnell abgehauen? Leute? Ah, hier liegt es doch, okay. Haben wir ihn gefunden, die Ziege gefunden. Drei von drei, perfekt. Locker easy. Ziegenfell. Nacht kommt, muss Schutz suchen. Finde einen Unterschlupf und entflache ein Lagerfeuer. Okay, da ist schon unten links was markiert auf der Karte. Ich denke mal, da wo das Feuerzeichen ist, wäre am logischsten. Wir können ja noch gerne die ganzen Sachen mitnehmen, die wir finden. Man weiß ja nie, wofür das gut ist. Deshalb nehme ich das einfach mal alles mit. Dann können wir mal gucken, wofür wir das später noch gebrauchen können. So, hier könnten wir auf jeden Fall ein Lagerfeuer machen. Nur die Frage ist, an welcher Stelle und wie das funktioniert. Finde einen Unterschlupf. So, hier ist irgendwas markiert. Da. Da haben wir doch schon was. Hartholz 6 von 1. Okay, da haben wir genug. Jetzt können wir uns erstmal schön Lagerholz an. Lagerfeuer anzünden. Ach du Kacke, Alter. Krass, Mann, ey. Die haben gar keine Wohnungen, einfach nichts. Müssen mit Steine sich Feuer machen und alles heftige Scheiße. Oh, kriegt ihr das nicht hin? Doch, da ist ein Funken. Alter, ohne Witz, ich wäre, glaube ich, damals verloren, Alter. Ich könnte sowas niemals, hätte das heftige Scheiße. Jetzt mache ich erstmal ein Lagerfeuer. Ich hätte immer Angst, dass irgendwelche Tiere kommen, mich angreifen oder so. Versucht euch mal in deren Lage zu versetzen, wie krass das sein muss. Jetzt hat er zwar warmes Feuer, aber lebt alleine, keine Familie, keine Freunde, hier nichts. Sein Kollege wurde ja umgebracht am Anfang. Ach, du Kacke. Pfeil. Kisu. Und jetzt? Winja, da Macht von Venya. Okay, Venya ist, glaube ich, Venya-Brüder. Folge Spuren zu Venya und Oros. Ach du Scheiße, soll ich in der Nacht? Ein bisschen blöd. Ach du Scheiße, Checkpoint. Ich mache Keule, um Feuer zu schlagen. Okay. Du kannst jetzt eine Keule herstellen. Drücke, um das Menü zu öffnen. Okay, wir gucken mal. Warte mal, wie können wir denn hier... Warte, Handwerk war das, ne? Genau, hier sind Keulen. Wir haben einen Bogen, 1 von 2. Ich glaube, das sind die Level, oder? Also das heißt, wir können einen Bogen quasi noch auf Level 2 von 2 upgraden. Oder das ist, glaube ich, wie viele Bogen man bei sich haben kann. Bin mir nicht ganz sicher, aber hier steht 0 von 4. Du kannst noch keine Keulen erstellen. Doch, können wir. Zack, haben wir gemacht. Kommt in der Geschichte voran, um diesen Gegenstand freizuschalten. Okay, alles klar. So. Das Spiel ist auch ein reines Offline-Spiel. Also das kann man, glaube ich, nicht online spielen. Jetzt haben wir uns erstmal eine Keule hergestellt, Leute. Und damit werden wir dann auf Jagd gehen. Aber, ich würde sagen, Leute,
Ich hab, das reicht erstmal so für einen kleinen kurzen Einblick. Das Let's Play soll ja auch in einer guten Qualität gerendert werden. Deshalb würde ich sagen, beenden wir das jetzt schon an dieser Stelle. Also ich muss sagen, erster Eindruck hat mir gefallen. Ist mal was komplett anderes. Und ich bin wirklich gespannt, was uns hier draußen noch mitten in der Nacht erwarten wird. Es liegt in eurer Hand, Freunde. Klickt ganz oben auf den Abstimmungslink und entscheidet, ob wir Far Cry Primal Let's Playen sollen oder nicht. Auf ja oder nein, bitte eure ehrlichen Antworten. Und ihr könnt ja mal gern Feedback in den Kommentaren da lassen, wie es euch so gefallen hat. Und natürlich Let's Playen das Ganze auch schon viele YouTuber wie Saraza und so weiter, aber ihr wisst ja, beim Öni, da geht's am meisten ab, denke ich mal. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, schafft mal vielleicht die 10.000 Likes für die erste Folge hier. Und dann gucken wir mal, was uns hier in der nächsten Folge erwarten wird. Alles klar, Leute, euer Öni ist raus, macht's gut, haut rein und ciao!